Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Könnte ein klasse Spiel werden. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Und so sieht die Aufstellung des RC Lens fürs heutige Spiel aus. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Noch so ein Ding, dann gibt's die Karte. Klar, jetzt ist Zurückhaltung angesagt. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Der Torwart ist heute Alex Meret. Stanislav Lobotka steht im Zusammenspiel mit Piotr Zielinski auf den Positionen in der Mitte. Und im Sturm ist Viktor Osimhen. Flanke kommt rein. Sie haben geklärt. Er entscheidet auf Freistoß. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Matteo Politano am Ball. Am Ball jetzt Stanislav Lobotka. Piotr Zielinski. Da könnte was entstehen. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Da ist das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Wir müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Angelo Fulghini. Deiva Machado. Gut den Ball abgenommen. Matteo Politano. Jetzt die Flanke. Und das nächste Tor. Sie setzen nach, sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Frankowski. Kevin Danzo. Hartes Einsteigen. Das riecht nach Platzverweis. Die rote Karte also. Eigentlich hatten sie ja alles unter Kontrolle, aber das ist eine Szene, die kann das ganze Spiel verändern. Genau das ist jetzt die Gefahr, das weiß natürlich auch der Trainer. Der ist sauer, der will, dass sich die Mannschaft wieder konzentriert. Mondi. Da ist er alleine durch. Oh, das war eine gute Möglichkeit. Aber sie holen sich den Ball doch noch. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Sie suchen die Lücke. Schaffen Sie den Anschlusstreffer. Jetzt hat er den Ball. Pressing jetzt. Stanislav Lobotka. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen. Aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken?
Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Ah, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Schön durchgesetzt. Guter Pass jetzt. Oh, die Riesenchance. Trifft er, ja, drin, Tor. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Sambo Anguissa. Zielinski. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Am Ball jetzt Kwicha Kwaratskhelia. Am Ball jetzt Stanislav Lobotka. Kwicha Kwaratskhelia ist das. Flanke kommt in den 16er. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4-1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Sie wechseln aus. Er kann es machen. Da ist er zur Stelle. Viel Platz für den Konter jetzt. Macht das da gut. Stanislav Lobotka. Am Ball jetzt Kwicha Kwaratskhelia. Stark gemacht. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Ball kommt lang. Wichtig, dass er da klärt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Da haben sie die Chance. Klasse Tackling. Angelo Fulghini. Da bekommt er Unterstützung. Die Chance hier. Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Matteo Politano. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Gutes Tackling hier. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Vielleicht der Anschlusstreffer. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Wir schauen uns 4-3 der Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage.
2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Am Ball jetzt Stanislav Lobotka. Am Ball jetzt Kwicha Kvaratskhelia. Da könnte was entstehen. Ja, Ball wird hier gut in den Rückraum gespielt. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Knappe Niederlage. Es hat nicht viel gefehlt. Es war aber am Ende leider nicht mehr drin. Und das wird sie ziemlich ärgern. Es waren Kleinigkeiten, die heute über Sieg oder Niederlage entschieden haben. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.